Nicht gut. Noch zwei von uns wurden zu Hamstern verwandelt. Die Stadt ist ein Albtraum in Pink. Der Widerstand ist zusammengebrochen und die Unterstadt kommt einer Geisterstadt gleich. Die Kleine verwandelt jeden, der ihrer Mutter im Weg ist. Man kann sich nicht dagegen wehren. Wie geht es unseren Patienten? Komm schon, Wilbur, das kann doch nicht so weitergehen. Du liegst schon seit Tagen da. Wir brauchen deine Hilfe. Hallo und herzlich willkommen. Ja, die nächste Folge kommt doch schneller als gedacht. Ich bin begeistert von der Frau da hinten mit der Blume. Irgendwie, ja. Hat sie auch einen Leuchtschwanz? Und das ist, ja. Ich frage mich, wer sie ist. Ich hoffe nicht, dass es die Frau vom Remy ist. Jetzt hat er hier extra die Stimme von Antonio Banderas bekommen. Und dann ist hier die Trulla mit der Blume. Irgendwie, ja, ich habe keine Ahnung. Aber ja, wir wissen jetzt, dass die Panik in Pink irgendwie oben wütet und ja, ihre Mutter beschützt. Und ja, was machen wir jetzt? Geh weg! Komm schon! Wir müssen Van Burens Tochter den Zauberstab abnehmen und eine Möglichkeit finden, ihn zu zerstören. Und niemand von uns kennt sich mit Magie oder Zauberstäben aus. Du bist der Einzige, der sich damit beschäftigt hat. Wir können doch keine Magie, das war doch alles ein Zauberstab. Das haben wir doch jetzt gelernt. Ah, ja. Ich habe doch gar keine Ahnung von Magie. Ich habe mit einem Zauberstab herumgefuchtelt und wenn's gut lief, konnte ich damit ein Kaminfeuer entfachen. Ein kleines Mädchen kann mit demselben Stab ganze Städte verwandeln. Trotzdem kennst du dich mit Magie besser aus als wir. Und du hast deinen legendären Einfallsreichtum. Und was hat mir der gebracht? Ich habe den Erzmagier getötet und die Welt ins Chaos gestürzt. In dieser Welt herrscht immer Chaos. Und Alistair könnte noch leben. Sitzt da oben eigentlich ein Leuchtkäfer auf der Schaukel oder sehe ich das da richtig? Ach. Meister Alistair ist tot. Er wurde verwandelt und wir haben ihn zurückgelassen. Aber wir wissen nicht, ob sie ihn getötet haben. Er könnte eine Trophäe der Ratsvorsitzenden sein. Van Buren hat die große Halle in der Schule zu ihrem Hauptquartier gemacht, weil sich das Büro des Erzmagiers im Magierturm vor ihr versteckt. Alle Rattenlöcher in der Schule wurden verschlossen. Wir wissen nicht, was dort vor sich geht. No, okay. Das ist doch Wunschdenken. Alistair ist fort. Und wenn selbst er die kleine Van Buren nicht aufhalten konnte, dann... Wir sollten einfach nicht noch mehr Leben riskieren. Wir sollten die Hoffnung nicht aufgeben. Komm schon, Wilbur. Wir werden einen Weg finden, die Macht des Stabs zu brechen. Gemeinsam. Ich kann nicht. Ich würde alles nur noch schlimmer machen. Nein, würdest du nicht. Und du hast lange genug in Selbstmitleid gebadet. Hey! Beim Widerstand ist kein Platz für Faulenzer oder Feiglinge. Das ist nicht... Ja, was ist es nicht, Wilbur? Du hast ja recht. Ich gehe zurück ins Weißkammgebirge. Also schön. Dann geh nach Hause und warte, bis der Krieg zu dir kommt. Aber mein Ring bleibt hier. Hey, nicht! Oh, nicht! Wir wachsen! Wenn du wissen willst, was es mit dem Zauberstab auf sich hat, findest du mich am dunklen Schacht. Remy. Ja, ganz groß im Rattenloch. Wir sind hier in der Unterwelt, offenbar. Und ja, schauen wir uns hier mal ein bisschen um, was es hier alles gibt. Ich bin begeistert. Wir müssen hier irgendwie rauskommen. Ich sehe es schon. Ach, wir können hier auch reingucken. Ich muss unbedingt mit ihr mal reden. Ich bin so gespannt. Die Köchin ist mir nicht von der Seite gewichen. Vermutlich hat Remy sie auf mich angesetzt.
Ich glaube, sie ist ein wenig verrückt. Zumindest murmelt sie die ganze Zeit vor sich hin. Ein bisschen verrückt? Also... Hallo. Ja. Oh Gott, du bist aber gewachsen. Ich, bin Wilbur. Eintopf. Du bist Köchin und dein Name ist Eintopf? Zufälle gibt's. Es gibt keine Zufälle. Ursache, Wirkung. Das ist alles. Äffel, mein Name. Willst du Eintopf? Du bist also die Köchin hier im Rattenlager. Ja. Ich kann gut Dinge zusammenmixen. War jahrelang Laborratte. Du hast in einem Labor gearbeitet? Ja, einen verrückten Alchemisten. Bis es zu gefährlich wurde. Wollte Gesichtscreme ausprobieren, die einen 10 Jahre jünger macht. Ich war aber erst 2. Oh, verstehe. Von da an habe ich mich möglichst ungeschickt angestellt und habe versucht, bei jedem Experiment zu versagen. Die Frage ist, wenn man versucht zu versagen und dabei erfolgreich ist, hat man dann tatsächlich versagt? Darf ich fragen, was mit deinem Bein passiert ist? Ein alchemistischer Unfall? Nein. Hab's mir selber abgenagt. Was? Da unten in der Höhle. Hättest du auch gemacht. Das wage ich sehr zu bezweifeln. Da gibt es Monster, sag ich dir. Und sie haben es auf uns abgesehen. Wenn du die Wahl hast zwischen deinem Bein und deinem Leben, dann knabberst du. Verrückt. Verrückt. Also die Alte hat echt hier nicht ein alle an der Tanne. Ja, soll es irgendeine Anspielung auf Saw sein, oder? Wenn du die Wahl hast zwischen... Ich weiß es nicht. Also, ja, schauen wir mal. Wenn du viel über Alchemie weißt, dann kannst du doch bestimmt auch Zaubertränke brauen, oder? Verkleinerungstränke zum Beispiel. Halte nichts von Zaubertränken. Leute werden süchtig danach. Fange mit schwachen Tränken aus winzigen Fiolen an, doch irgendwann reicht das nicht mehr. Plötzlich müssen es kleine Tränke sein, dann mittlere, dann große, dann epische. Ein einziges Fläschchen, das mich wieder auf Rattengröße schrumpft, würde mir schon reichen. Nein, nein, zu gefährlich. Ah ja, das ist so diese typische RPG-Anspielung. Ja, hier auf erst kleine Tränke. Was kochst du denn da? Ein Topf. Ein Topf. Es gibt immer einen Topf. Lecker. Was für einen gibt es? Ist immer derselbe, seit Jahren schon. Aber jeden Tag kommen neue Sachen dazu, was so anfällt. Wenn du einen Topf willst, komm später wieder. Noch nicht fertig. Okay. Mir ist aufgefallen, dass du hin und wieder vor dich hin murmelst. Ich denke nach. Bei den meisten hört man das nicht. Weil sie nicht richtig nachdenken. Sie stellen nicht die entscheidenden Fragen. Zum Beispiel? Wenn alles Kleber überall klebt, warum dann nicht auf der Innenseite der Tube? Warum laufen Nasen, während Füße riechen? Warum ist Abkürzung ein so langes Wort? Ich weiß nicht. Siehst du, alle nehmen das als gegeben hin. Dabei ist es doch Wahnsinn. Vielleicht kann man sich auch zu viele Fragen stellen. Was meinst du? Wenn ein Theater bis auf den letzten Platz gefüllt ist, für wen wird dieser letzte Platz freigehalten? Und vorher wusste der Erfinder der Uhr, wie spät es ist. Das ist... Wie kommst du nur darauf? Überall um uns herum sind ungelöste Fragen und niemand schert sich darum. Wenn man erst Pasta isst, und dann Antipasta? Hat man dann überhaupt etwas gegessen? Ich frag mich, wie viele Fragen das nochmal. Vielleicht solltest du dir nicht all diese Fragen stellen. Oder zumindest nicht alle auf einmal. Es kann einen fertig machen. Kommt noch eine? Wollte schon eine Selbsthilfegruppe gründen. Aber dann dachte ich, Selbsthilfegruppe? Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Vielleicht müssen nicht alle Fragen beantwortet werden. Aber sind wir nicht hier, um Fragen zu beantworten?
Deswegen liebe ich die Alchemie. Sie geht den Fragen auf den Grund. War nett, dich kennengelernt zu haben, Ethel. Kannte dich schon. Lagst für Tage in Timmys Bett. Warum? War nicht deine Schuld, was mit dem Erzmagier passiert ist. Findest du? Stell dir vor, ein paar Ratten würden sterben, weil sich herausstellt, dass du in Wirklichkeit gar nicht kochen kannst. Wie würdest du dich dann fühlen? Nicht gut. Würde mir Vorwürfe machen. Mich dumm fühlen. Ach, danke, das aber hilft Monsieur mir. Aber Monsieur de Dumas wünscht deine Hilfe. Kannst ihn nicht im Stich lassen. Ich habe auch beim letzten Mal versucht zu helfen und es endete in einer Katastrophe. Wer sagt mir, dass es nicht wieder so ausgehen würde? Fragen, Fragen. Schwierige Fragen. Lecker. Komm, machen wir hier ein bisschen weiter. Ah, hier. Vielleicht, wenn ich ganz vorsichtig bin. Au! Wenn du was zu essen willst, frag mich. Okay, wir müssen sie wieder ein bisschen ablenken. Ein mehr oder minder weißes Geschirrtuch. Ja, dann nehmen wir uns das doch mal. Außer sie verbietet uns auch. Au! Das ist meins! Okay. Entschuldigung. Sie muss abgelenkt werden. Ethel hat mir den Wasserschlauch am zweiten Tag hingelegt. Es war höchste Zeit. Ich war am Verdursten. Aber den können wir schon nehmen, oder? Ja. Er ist aus Gummi. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise sind Trinkschläuche aus Tiermägen und ähnlich alltäglichen Materialien. Nicht so was Exotischem wie Gummi. Das ist auch ein Luftballon. Oder? Vielleicht funktioniert das sogar. Wow. Man kann Rattentrinkschläuche aufblasen. Wer hätte das gedacht? Okay, wir müssen nochmal zu Esel rüber. Betrachte den Müll dort drüben. Machen wir hier mal. Das hier muss Müll aus der Oberstadt sein. Ein Pelzkragen, der beinahe wie neu aussieht. Warum wirft man sowas weg? Man hätte ihn den Armen schenken können. Oder ihm gleich den Chinchillas lassen. Okay, dann nehmen wir den mit. Pelzkragen, komm. Na, jetzt. Mehr wollte ich nicht. Klar. Es gibt hier künstliche Säulen und Bögen, aber auch ein paar natürliche Höhlen. Ich will nicht ausschließen, dass hier früher auch mal Bergbau betrieben wurde. Ich muss mir das mal genau... Ich kapiere noch nicht ganz genau, was das hier für Inka-Sachen im Hintergrund sein sollen. Was kann ich hier machen mit der Lore? Vielleicht habe ich von da oben bessere Sicht. Ja, eindeutig besser. Allerdings nicht entscheidend. Ja, bringt uns auch noch nichts. Dann schauen wir das Kanalrohr an. Das Stück Kanalrohr ist so schwer, dass es über die Jahre halb im Boden versunken ist. Nicht verwunderlich. Der Boden besteht hier nicht aus Stein, sondern aus festgetretenem Müll. Lecker. Betrachte diesen Müll. Das Geschirr ist modisch vielleicht nicht der letzte Schrei, aber es ist völlig in Ordnung, wenn man von den Essensresten absieht. Okay, und hier noch... Was ist das? Scheint eine Art kleiner Sack zu sein. Ich nehme ihn mit. Okay, können wir hier was kombinieren? Ah, statische Umlehnung. Die Haare des Pelzes stellen sich alle auf. Da muss es irgendeine Art Spannung geben. Gut, jetzt können wir hier was kombinieren? Nein. Okay. Hier geht nichts direkt, aber jetzt können wir natürlich... Steige auf den Müllberg. Sollen wir das wirklich schon machen? Ich glaube, wir gucken noch mal, ob wir bei ihr drin irgendwas entsprechend machen können. Bevor wir dann weiter rüber in den... Ah, schauen wir da oben mal noch. Ein paar Stromleitungen. Sie führen irgendwo dort oben durch die Decke. Ein Strang geht ins Rattenlager, der andere führt in Richtung Schrottplatz.
Okay, und was ist das hier für ein Riemen? Sieht aus wie... ein Keilriemen? Ich frage mich, wie der da hochgekommen ist. Na, deutlich außerhalb meiner Reichweite. Okay, und da kommen wir auch nicht über den hier irgendwie ran. Ich dachte mir noch, vielleicht kann ich mit dem Luftballon irgendwie die Leitung hier aufladen. Aber da scheint auch nichts zu sein. Ach, ich kann hier noch das Geschirr holen? Okay. Nein, ich lasse es lieber liegen. Auf den Tellern sind fettige Soßenreste und ich bin kein Freund des Abwaschens. Erst recht nicht, wenn ich die Sachen nicht selber schmutzig gemacht habe. Okay, dann gucken wir nochmal zu Edel rein. Ich finde die eh cool. Können wir ihren Stromschlag geben? Nein. Hier schauen zwei Leitungen raus. Da ist auch nichts. Gib Edel den flauschigen Pilz. Da ist auch nichts entsprechend. Und mit dem Säckchen können wir bei ihr auch nichts machen. So, schauen wir nochmal. Da ist noch eine Kerze. Wenn die Kerze an ist, spendet sie nicht nur Licht. Sie macht auch warme Füße, wenn man in Rattengröße in Timmys Bett liegt. Ich glaube nicht, dass Ethel begeistert wäre, wenn ich die Kerze einfach mitnehme. Ach komm. Ich weiß nicht, wie lange ich dort gelegen habe. Es müssen Tage gewesen sein. Die Ratten waren sehr freundlich zu mir, haben mit mir gesprochen und mir etwas zu essen angeboten. Das hat alles nur noch schlimmer gemacht. Hätten sie mit mir geschimpft, hätte ich mich vielleicht nicht so schuldig gefühlt. Okay. Wäre ich noch klein wie eine Ratte, könnte ich die Höhlen leicht verlassen. Die Ratten haben überall ihre geheimen Zugänge zur Stadt. Und hier oben? Dem kleinen Kerl scheint es gut zu gehen. Er wird regelmäßig gefüttert, hat eine Schaukel. Kein schlechtes Leben. Ja, aber keine Freiheit. Und er dient nur als Lampe im Prinzip. Okay. Ich lasse sie lieber weiterkochen und störe... Okay, mit Essel können wir nichts direkt machen. Hier sieht's alles recht trostlos aus. Dann würde ich sagen, ja, wir haben jetzt einen ersten Einblick hier unten in die Höhle bekommen. Und dann geht's morgen in einer neuen Folge geht's weiter und wir schauen uns die anderen Teile der Höhle an. Ich bin gespannt, was wir hier noch erleben werden und ja, wie wir es irgendwie schaffen, hier von der Müllhalde wieder abzuhauen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Runde. Ich finde die Essel irgendwie cool mit ihren rot-grünen Augen. Wie hieß das eigentlich nochmal, wenn man unterschiedliche Augenfarben hatte? Dafür gab es doch auch so einen Fachbegriff. Irgendwas mit M war's. Ich weiß es nicht mehr. Wenn ihr es doch Zufall wisst, schreibt es bitte unten in die Kommentare. Und wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Folge hier auf der Abfalldeponie. Bis dann. Ciao, ciao.